Blechschmidt von Ehre.Health. In diesem Video möchte ich kurz Fast Verify vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein Proof of Concept und um einen schnellen Verifier für Zertifikate und für Daten zu bauen. Ich zeige jetzt mal kurz, wie schnell dieser Verifier ist. Und zwar gibt es hier einen Fast Verifier Test. Den können wir uns auch angucken. Und wenn ich jetzt hier ein einzelnes E-Rezept mit Signatur validiere, dann dauert das 191 Millisekunden. Und wenn ich alle 90 E-Rezepte validiere, die ich erzeugt habe, dann dauert das 288 Millisekunden. Und was das jetzt exakt macht, ist, es prüft, ob das Zertifikat, was mit den E-Rezepten, was in der CMS, Cryptography Message Syntax, mitgeliefert wird, auch wirklich dafür genutzt wurde, um die Daten zu signieren. Wenn ich jetzt in diese Funktion reinschaue, dann sieht man hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Aktuell ist es so, dass wir nur die Signatur überprüfen. Wir überprüfen nicht das Zertifikat selber, wobei man das auch anschalten kann. Und dann würde der TUC PKI 018 Verifier von der Gematik verwendet werden. Was hier auch gemacht wird, ist, dass hier viel parallelisiert wird. Daher kommt auch die Geschwindigkeit. Zum Vergleich kann ich jetzt mal die Variante zeigen, wenn ich einen normalen Connector verwende. Dafür habe ich den Slow Test Verifier geschrieben. Ich kann ihn auch mal auch Slow Verifier Test. Und hier ist es so, dass wenn man in die Verify-Funktion reingeht, dann sieht man hier, dass der Signature Service von dem Connector verwendet wird. Und über diesen Signature Service vom Connector wird geprüft, ob die Signatur valide ist. Was man hier jetzt sieht, ist, dass die einfache Prüfung 1,9 Sekunden braucht. Also das dauert über 10 Mal so lange. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass da OCSP-Responses noch abgefragt werden, dass man auch nochmal eine Latency hat im Netzwerk und dass hier einfach einige Dinge gemacht werden, die länger brauchen. Ich kann nicht in die Konnektoren reingucken. Dementsprechend kann ich nicht genau sagen, warum das halt 10 Mal länger braucht als das, was ich mache. Was ich schon sagen kann, ist, ich mache bei weitem nicht so viel bei dem, was hier gemacht wird. Ich kann jetzt auch mal die große Variante hier durchlaufen lassen und in der Zwischenzeit zeige ich ein bisschen was. Was das jetzt macht, ist, das lässt diesen Testcase für alle Beispiele durchlaufen, die ich hier erzeugt habe. Das sind 90 E-Rezepte. Wir haben gesehen, dass der Fast Verifier, der hat dafür ungefähr 0,3 Sekunden gebraucht. Und die Variante mit dem Connector, da sieht man jetzt, die läuft immer noch. Ich habe die schon vorher ausgeführt, da hat es ungefähr 35 Sekunden gebraucht. Wenn man in Masse E-Rezepte validieren möchte, dann sind die momentanen Einbox-Konnektoren nicht dafür geeignet, um das in Masse zu machen. Und ich kann jetzt auch mal, also jetzt warten wir erstmal nochmal kurz ab, dass wir auch ein Ergebnis bekommen. Genau, also 35 Sekunden hat es gedauert. Das ist auch ein recht konsistentes Ergebnis. Also dass es immer sozusagen 0,3 Sekunden braucht. Da könnte man vielleicht jetzt mal noch mit Batching ein bisschen was rausholen. Aber das wir auch schon ausprobiert, das bringt alles nicht so viel. Also man braucht hier einfach 0,3 bis 1 Sekunde, um über den normalen Connector ein Zertifikat zu validieren. Ich zeige jetzt mal kurz, wie die Architektur aussieht. Und zwar hier haben wir den Slow Verifier. Was der einfach macht, ist, der schickt einfach das signierte E-Rezept oder potenziell auch andere signierte Daten einfach an den Connector. Und hier haben wir Fast Verify. Was Fast Verify macht, ist, dass es erstmal einen parallelen Loader, parallel in dem Sinne, dass mehrere Threads verwendet werden, um die E-Rezepte zu laden, hat. Dann wird mit diesem parallelen Loader, gibt es jetzt verschiedenste Verify-Threads. Also es gibt mehrere Threads, die in der Lage sind, diese Daten zu validieren. Und diese Threads sind wieder zu einem zentralen TUC PKI 018 Verifier connected. Und dieser TUC PKI 018 Verifier, der hat auch wieder einen gesharten OCSP-Cache. Also das bedeutet, dass man in dem konkreten Fall wurde hier jetzt 90 Mal das gleiche Zertifikat verwendet, um diese E-Rezepte zu unterschreiben. Und in dem konkreten Fall würde dann halt nur ein einziges Mal dieser TUC PKI Verifier aufgerufen werden. Und danach würden immer wieder die Ergebnisse aus dem gesharten Cache verwendet werden, um das entsprechende Zertifikat zu validieren. Ich kann jetzt nochmal kurz zeigen, was in so einem E-Rezept wirklich drinsteht.
Zwar, ich habe das mal vorbereitet. Es ist hier das Kommando OpenSSL CMS. CMS steht für Cryptography Message Syntax. Und dann habe ich hier das P7B-Beispiel. Also, das ist eine Binärdatei im DER, also die ist DER-encoded. Und das ist genau das, was ein Connector liefert oder was ein RU-Connector liefert, wenn man die Signed-Document-Funktion aufruft. Und ich kann ja auch mal hier kurz nochmal More reingeben, dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also was man hier jetzt erstmal sieht, ist, dass am Anfang kommt erstmal einmal PKCS7 signierte Daten. Das ist hier das E-Rezept. Und dann gibt es gleich noch mehr interessante Dinge im Bundle. So, dann als nächstes kommt die Liste von Zertifikaten. Also das sind die Zertifikate, die verwendet wurden, um dieses Bundle zu signieren. Und das ist auch Teil dieser P7B-Datei. Und hier sieht man sozusagen, dass das mein Test-EHBA war die Marianne Gräfin von Oldenburg. Oder Marianne Gräfin Oldenburg heißt die einfach. Das von ist nicht Namensbestandteil hier im Common Name. Und hier unten ist der Schlüssel, der eine Schlüsselteil, genau, der Public Key vom RSA-Schlüssel. Und dann gibt es noch mal ein paar Dinge, wie zum Beispiel Key Usages, dass ich damit verschlüsseln kann. Oder hier unten steht zum Beispiel auch noch mal eine The Authority Information Access. Hier wird ein OCSP-Responder angegeben und der steht auch im normalen Internet. Aber den habe ich auch ausprobiert, der hat jetzt bei mir nicht funktioniert. Kann sein, dass ich da was falsch gemacht habe. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass auch die Benutzung der OCSP-Responders vom normalen Internet aus von der Gematik begrenzt ist. Also muss auf jeden Fall sich etwas schlauer anstellen, um diese Prüfungen durchzumachen. Also man kann es, wenn man es naiv macht, dann dauert es einfach recht lange. Genau. Hier unten ist jetzt auch nochmal die OCSP-Response, die eingebettet wurde. Also jedes E-Rezept, was signiert wurde, hat eine eingebettete OCSP-Response. Und diese eingebettete OCSP-Response ist auch wieder signiert von dem OCSP-Responder selbst. Also die könnte man dann nochmal überprüfen. Haben wir auch Code für, wird jetzt im Proof of Concept in der Form nicht gemacht. Was wir konkret machen, ist, wir holen uns nochmal eine eigene OCSP-Response und dann cachen wir die. Genau. Hier steht nochmal drin, dass das Issuer des Zertifikats ist das gem.hba-qca24. Das Q steht für QES, also für qualifizierte elektronische Signatur. Und das ist ein Test-EHBA. Und hier unten sind nochmal ein paar zusätzliche Informationen zu dem Zertifikat. Und das hier, das ist wirklich die Signatur. Also was mein Programm basiert auf Bouncy Castle, was das halt technisch macht, ist, es rechnet diese Signatur nochmal nach und guckt, ob genau diese Signatur rauskommt, wenn das entsprechende, also wenn ich mit dem Zertifikat das System validiere. Und das ist der Fall. Dementsprechend bedanke ich mich jetzt bei Ihnen. Und freue mich, wenn Sie uns mit Fragen und Anregungen kontaktieren. Tschüss.